Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Rogue Legacy und oh mein Gott, das ist eine ganze Weile her und ich muss gerade mal das Fenster hier ein bisschen so zurechtschieben, wie ich das gern hätte. So in etwa. Ich habe einen Controller. Ich habe einen Controller angeschlossen und jetzt, ich habe die Tage schon mal privat, also auf meinem privaten Nicht-Aufnahmespielstand gezockt. Ich muss mir hier mal, ganz klar, Moment. Ich muss mich so. mal richtig positionieren. Auf meinem privaten Aufnahme... Ach Quatsch, ohne Aufnahmeprofil quasi gespielt. Auf dem Laptop, ich war ein bisschen unterwegs, hatte ein bisschen Urlaub gemacht. Und ich muss einfach sagen, Rogue Legacy macht mit Gamepad 500 mal so viel Spaß wie mit der Tastatur, weil die Steuerung ist einfach viel besser. So, und ohne jetzt lang zu labern, wir gehen einfach mal mit Lady Chun. Gehen wir einfach mal rein. Wir haben 1221 Gold. Gold sammeln geht jetzt auch viel schneller, kann ich euch sagen. Aber ich weiß, dass ich auf dem Account hier ganz schön was verhunzt habe. So, allein von den Waffen her. Beziehungsweise. Was macht der denn? Was macht der? Den würde ich gerne nehmen. Ja, da bräuchte man noch ein bisschen Rüstung. Können wir die noch upgraden? Ja. Nehmen wir die Rüstung mal mit. Und dann hätte ich gerne das hier. Das gibt nämlich ein bisschen mehr Leben. Was kann das? Könnten wir theoretisch mitnehmen, ne? Plus ein Vampirism. So, die geben gewisse Spezialeffekte. Das gibt uns aber einfach mal gar nichts hier. Gut, dann nehmen wir doch mal das. Weight 140 von 140. Critical Damage wäre natürlich... Das können wir dann nicht mitnehmen. Gut, egal. Critch. Naja. Nehmen wir den mit. Die für Crit-Chance, das bringt uns beim Hokage nichts. Aber im Allgemeinen für manche Charaktere bringt es schon was. So, wir bräuchten die Skyrune. Da habe ich ganz gute Erfahrungen mit, aber eigentlich gefällt mir der Doppelsprung besser. Balance Rune. Against Both. HP und MP Multi. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier jetzt? Das ist die Dash Rune. Hier haben wir eine Gold ab. Das möchte ich eigentlich gern behalten. Haben wir überhaupt einen Doppelsprung? Nee, haben wir nicht. Das ist natürlich doof. Wir bräuchten ein paar. Wir müssen ein paar Fairy Chests finden. Was ist das? Vampire Rune. Was ist das nochmal? Steals Mana from Slain Enemies. Okay. Okay. Ja gut, probieren wir das einfach mal so. Aber ich hätte echt gerne einen Doppelsprung bei dem Hokage irgendwie, aber... Na gut. Irgendwie läuft das Spiel hier so schnell. Kann aber einfach daran liegen, dass mein Laptop einfach ein bisschen kacke ist. Wow. Naja, wer weiß. Das Gold lasse ich jetzt einfach mal liegen, weil... Ganz ehrlich, ich brauche es nicht. Wie viel Damage machen wir? 108? 100 sein? 103. Oh. Ah ja, jedenfalls kriegen wir HP. Ohne Ende. So, 12 Gold. Ach, wir haben schon 2 Gold-Upgrades. Dann lohnt sich das natürlich. Gucken wir doch mal. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Falls doch, stelle ich das erst in der nächsten Folge leider um. So, jetzt schauen wir mal. Da sind 2 Kisten drin. Die hätte ich schon gern. Aua. Das habe ich gar nicht gesehen. ETF. So. Das ist eine Kiste. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Gold. Hat sich dann schon mal ein bisschen gelohnt. Ah, verdammte Scheiße. Also ich meine, wir kriegen genug HP eigentlich zurück, aber... Du solltest trotzdem vermeiden, eigentlich Schaden zu kriegen, weil... Irgendwann ist man tot. So, dann haben wir nochmal einen Goldsack bekommen. Das ist auch nochmal ganz gut. Jetzt gehen wir mal nach oben. Wir gehen nicht nach oben. Da gehen wir doch nach oben. Hier gibt es natürlich auch wieder geile Sachen. So. Jetzt wird der natürlich ein bisschen sauer. Aber den schaffen wir. So. Easy. Was haben wir denn hier? Blood Bracers. Blueprint. Ja. Ja, ist ganz gut. Brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Waren wir jetzt da oben schon? Nein, da oben waren wir noch nicht.
Boah, das ist ja ein gemeiner Raum. Ist ja... Dann möchte ich eigentlich eher vorher noch mal ein bisschen HP sammeln, weil das ist ein verdammt... gemeiner Raum und du bist ein verdammt gemeiner Zombie. Du Scheiße. Was ist das denn für eine Kacke, Alter? Ach, da kann man durchgehen. Er sagt das so. So. Hier kann man aber nicht durchgehen. Da muss man drüber springen. So. Skeletor. Dead. Alter. BTF. Das Spiel geht auf... Es läuft auf einmal so schnell. Ich bin das gar nicht gewohnt. So, das kriegen wir noch hin. So, das ist alles noch relativ easy. Jetzt noch mal ein bisschen HP für uns. Zack. Was ist das da oben? Was zur Hölle? Okay. Jetzt auch noch mal ein bisschen Geld. So, 1000. Sieht der 1840 WTF? So viel Gold, Alter. Aber jetzt weiß ich auch, wofür ich es einsetzen muss. Ich war ein bisschen... in Rogue Legacy, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen blind. Jetzt auch nochmal Gold. Den Boss haben wir ja schon abgeschlossen. Aber das Gold nehme ich trotzdem gerne. Und die HP hier oben natürlich auch. Und das Mana auch. Ich war ein bisschen, verpeilt eigentlich in Rogue Legacy, weil ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da so mache. Aber jetzt, wo ich das wirklich, aktiv... Aua! Ein paar Runden gespielt habe mal. Sterbe ich direkt? Nein. Ich bin aber ein bisschen in das Spiel reingekommen. Da unten scheint auch irgendwas Böses zu sein. Ja, ist ja so klar. Hier werden Doppelsprung übrigens angebracht. Ah, naja. Dann kann ich alles haben. Zack. Und zack. Noch mehr Gold für uns. So, jetzt gehen wir mal wieder hier raus. Auch das Runterdashen funktioniert jetzt viel leichter. Also es ist echt allgemein viel leichter geworden dadurch. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach oben wollte ich ja nicht. Also gehen wir mal nach unten, da unten. So. Schauen wir da mal vorbei. Goldsammlung für diese Runde haben wir eigentlich voll. Hier können wir nochmal runterschauen. Das ist ja... Das ist ja mal richtig fies. Wie soll man das schaffen? Naja. Ich hinterfrage solche Räume nicht. Da muss man, glaube ich, winzig sein oder sowas. Das kann gut sein. So. Geschafft, 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 geschafft. Hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Was ist das denn? Eine Riesenkugel. Dankeschön. Und hier müssen wir weiter. Ey, ich laufe noch voll rein, ne? Also, manchmal bin ich da echt so ein King, Burger King. So. Da könnt ihr gleich hingehen, denn ich mache euch jetzt zu Hackfleisch. So. So. Geht's hier mal weiter? Ja, das war so klar. Aber haben wir den eh gleich down? Oder wir sterben einfach. Kann natürlich auch sein. Schade eigentlich. Ich hätte noch mal eine Rune gegeben. Oder ein Blueprint. Gigantism, Endomorph, Paladin. Ah, ein Spelunker. Da war gerade irgendwie was aufgeploppt unten. Ich habe es nicht gesehen. Was können wir denn da oben holen? Downstrike up. Hier oben geht's aber auch noch weiter. Das weiß ich. Cut Cleansing leads to notable improvements from both potions and meat. Das ist natürlich sehr geil. Aber ich will eigentlich erstmal schauen, ob ich... Ist das? Blood Limbs. Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Gibt's hier was Neues? Nee. Da ist auch immer so ein Ausrufezeichen über dem jeweiligen Typen, wenn es da was Neues gibt. Hallo? Machen wir mal den hier. Machen wir bei denen hier. The Spell Thief. Und dann gibt es noch ein Upgrade. The Spell Thief. Und da oben, ganz da oben, gibt es dann einen Drachen, soweit ich weiß. Also als Charakter.
Da müssen wir aber nochmal schauen, da, bis wir den überhaupt finden. Ich glaube, der kann dann fliegen sogar. Kann der fliegen? Das wäre ein bisschen overpowered, aber... Das kann gut sein. So, wir haben jetzt 15 Gold. Also schon ordentlichen Bonus. Und das, die Spelunkette hat halt den Vorteil, dass sie über die ganze Map sehen kann und da die Chests sehen kann. Ich laufe natürlich direkt rein. Ach, verdammte Scheiße. Okay. Alles cool. Hier tut mir nicht weh. So. Da oben gibt es eine Kiste. Sehe ich das richtig? Ja, hier können wir hoch. Oder... Ja. Dann tötet mich halt. YOLO. So. Jetzt können wir natürlich die Kiste da oben nicht mehr holen. Schade drum, aber... Ist so. So. Wir müssen sogar hier rum, weil da oben gibt es keinen Weg. Ja. Ja. Easy, easy, easy. Das kriegen wir alles hin. So. Oh, okay. Kein lebendes Bild mal, ausnahmsweise. Wir müssten da oben hin, theoretisch. Aber wir können es auch lassen, weil es einfach zu gefährlich ist. So, müssen wir hier runter hauen. Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg? Aua. Aua, aua, aua. Alter, was ist hier los in dem Raum? Take no damage, das können wir doch direkt vergessen. Gehen wir mal hier runter. Holen wir uns hier das Gold. So. Mit dem Spelunker lohnt sich das richtig. Nein, das Spelunkette. Verzeihung. Da unten gibt's was gratis. Natürlich. Tot! Tot! Tot, tot, tot. Vielleicht können wir mit dem Geld was anfangen. Wir haben eigentlich Folgenende auch, also von daher. Wir nehmen noch eine Spelunkette. Und schauen mal, was wir uns leisten können. Wir können uns gar nichts leisten. Yay! Was kostet das da oben? 2120. Tja, dann können wir nur den hier nehmen. Magic Damage ab. Tja. Oh, wir können eine Helmlampe an- und ausschalten. Düpp, düpp, düpp. Ich bin ein Zug. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Spelunky. Sag ich schon. Nein, das ist Rogue Legacy. Aber Spelunky will ich auch noch spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.